weil dieses Handling von dem Königsegg so empfindlich ist. Das ist gut. Nein, das ist zu extrem. Ja. Ich habe nichts gegen empfindliches Handling, aber das ist zu extrem. Lieber empfindlich als wie so ein Backstein. Da hätte ich doch lieber bisschen mehr Backsteineigenschaft als das hier. Ja, ein bisschen mehr, aber nicht hier wie so der Dodge Pickup, den ich habe. Doch. Genau so. Der ist zu backsteinig. Nee. Backsteinig ist auch schön. Neue Vokale. Mhm. Muss denn Duden reinhauen? Mhm. Beziehungsweise Patent drauf anmelden auch noch am besten. Natürlich. Müssten wir auf unseren Kanalnamen mal. Ach was. Zertifizieren. So. Den Kanalnamen gibt's oft genug schon. Und bevor wir unseren erstellt haben. Ja. Das ist Problem mir ist, nicht aufgefallen. Das Problem ist, wenn jemand vor uns ihn zertifiziert, dann müssen wir den wahrscheinlich umbenennen. Ich benenne da erstmal nichts um. Vor allen Dingen ohne weiteres kriegen wir das eh nicht auf Reihe. Die URL können wir nicht ändern. Ja, dann müssen wir den Kanalnamen an sich müssten wir dann aber ändern. Wenn jemand anderen den gleichnamigen Kanal schon zertifiziert hat. Wenn. Eben. Ich habe in die anderen Kanäle noch nicht reingeschaut, wie es da aussieht mit Abonnenten und so weiter und so fort. Also wir haben ja eh nichts. Naja, wir müssen irgendwie echt mal für Werbung sorgen, nur weiß ich nicht wie. Ich glaube, wir machen einfach nur Spiele, die niemanden interessieren. Und spielen die so, wie niemand es interessiert. Ja, nee, ich habe auch keine Ahnung. Ach ja, und wir haben vorhin einstimmig entschieden, Minecraft mal wieder. Du schickst mir die Welt. Welche? Unsere LP-Welt. Die werden wir jetzt als Server übernehmen. Die kann ich doch auch bei mir laufen lassen. So viel frisst Minecraft jetzt auch nicht. Nee, ich will dann auch selber mit Plugins und all das rumprobieren. Mal ein paar. Du kannst ja per Remote Desktop einklinken. Sagen wir es so, ich will für unseren privaten Server so klein. Auch verschiedene Welten. Und all das. Aber auf 1.8 laufen lassen. 1.8 und Plugins, das kann schwierig werden. Bitte schon. Alter, das ist mich erschreckt. Moin! Hört sie eh nicht, ich hab Kopfhörer auf. Ach ja, stimmt, da war ja was. Stufe 50 Tempo-Bonus, das kann man doch mal verwerten. Fick dich. Fick dich. Du bist ein Arschloch. Was? Du bist ein Arschloch, was für ein Teil? Was war denn das? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich guck im Auto gleich nach. Das war Sprungtest 14, Ansaugsystem. Ansaugsystem? Muss ich gleich mal gucken, was ich hab. Sprungtest? Sprungtest, 14. Mit was für einer Fahrzeugklasse? Was weiß ich? Gelände, Performance, Straße, Rally. Da kannst du alles drauf fahren. Na gut, Rally vielleicht nicht. Welches hast du genommen? Ich habe jetzt den Performance da getreten. Ah, okay, dann wird es für den Königsegg auch schaffbar sein. Allemal. Der Königsegg ist noch nicht so gut. Da fliegst du kilometerweit trotzdem über die Platin-Medaille weg. Wahrscheinlich da direkt am Anfang, ne? Nein, das ist auf Höhe Dakota Grasslands. Als ob ich die Gegend hier auswendig kenne. Steht doch sogar da. Ich probiere mich immer noch am Slalom fest. Ein bisschen östlich von Mountain States. Halt die Fresse, ich probiere mich immer noch am Slalom-Test, weil ich einmal schon Platin bekommen habe, aber direkt ein 40er Teil mit Grip-Bonus. Das war die am wenigsten. Vor allem Grip-Bonus ist das Letzte, was ich haben will mit dem Wagen hier. Differential brauche ich noch. Grip-Bonus ist das Letzte, was ich mit dem Königseck hier haben will. Wieso? Weil man sich so Slalom-Tests wirklich unmöglich macht.
Sobald man einmal nach... Ist doch da vorteilhaft, eher. Sobald man einmal nach links sieht, dass er sich dreimal dreht. Ja gut, das ist dann aber kein Grip. Doch. Naja. Wohl eher weniger. Ich meine, dass er die Geschwindigkeit voll beibehält und sich dreht. Nee, das, muss er ein bisschen bearbeiten. Bisschen weniger Grip. Was haben wir hier? Also Grip will ich nicht mehr haben. Ach nicht. Nicht beim Königseck, das steht fest. Die Geschwindigkeit ist halt ein Performance-Wagen, also auch ohne, dass ich die richtigen Teile alle schon habe, ist die Geschwindigkeit schon relativ gut. Ich brauche ein fucking Differential. Auf dem Tacho, in der Cockpit-Ansicht steht auf dem Tacho außerdem auch nur 420 maximal. Ja. Mensch, ich brauche ein verficktes Differential. Die Betonung liegt auf nur. Das war kein Platin mehr. Das war doch schon auf dem Strich für die Platin-Medaille. Ja, das ist manchmal so ein bisschen verwirrend. Ich brauche doch nur ein fucking... Wenn da ein oder zwei Punkte fehlen und währenddessen dieser Platin-Geist sehr weit hinter dir ist und trotzdem... Naja, der wird den Platin-Zielbonus erwischt haben. Ich meine nicht bei Sprungtest, sondern Slalom. Ach so. Das gibt's doch gar nicht. Ah, perfekt. Bin ich nicht. Ich bin jetzt nicht weit von dir weg. Mir egal. Der Sprungtest hier ist echt der einfachste. Heute mache ich den Slalom-Test, das dürfte auch kein schwieriger sein. Ja, plus 32, okay. Bei so einer breiten Straße und bei der Tageszeit dürfte der sehr einfach sein. Ja, das ist ja schnell ziemlich abends. In real life oder im Game jetzt? Beides. Weil ich auch mal wieder eine rauchen gehen könnte. Plus 7. Und ich muss mein Handy auch mal in Ladung hängen, nachher. Ja, mit meinem komme ich immer gut 2 Tage hin, von daher. Was geht? Ja, was geht? Ach, ein Mars ist zurück. Ja. Ich hab's auch nur grob erkannt. Beziehungsweise grob nur ganz bisschen gehört. Mm-mm. Aber ich hab's gehört. Ich hab auch nicht laut geredet. Bitte pack deine Eier aus und rede vernünftig. Was hat letztens einer bei mir in der Arbeit gesagt? Da hab ich die nie. Sondern, hör auf wie so ein Mädchen zu niesen und nies mal wie ein Mann. Weißt du, ich denke mir so, ich war ganz sicherlich nicht bewusst, so wie ich nie. Also echt, Männer machen die Augen nicht beim Niesen zu. Lärm! Und ja, ich weiß, das ist eigentlich ein menschlicher Reflex. Bevor es jetzt irgendjemand noch einen auf Flugscheiße machen will, I know it. Das kann keiner selber ändern. Man tut aber trotzdem. Schönes Wetter heute, ne? Heute ist so ein schöner Tag, na 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 na. Heute ist so ein schöner Tag, na 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 na. Oder Mars, heute ist so ein schöner Tag, ne? Na 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 na, alles klar. Ja. Also hier hat einen halben Tag die Sonne geschienen. Jetzt vorhin, während ich es nicht mal mitgekriegt habe, geregnet. Regen war hier keiner, jetzt ein bisschen geschneit. Wäre hier auch möglich gewesen, aber ich hab's nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, was es hat. Ja, ich weiß endlich, nicht, was sie haben's eingeführt. Hä? Okay. Was ist? Was ist dein Problem? Eingeführt. Was? Was? Nein, ey Mann, wir sind hier drauf.
Robert, lass diese Sauerei hier weg. Das ist eine jugendfreie Aufnahme. Hust. Lass diese Schweinigkeit hier weg. Ich sag gerade der Richtige, also. Ich sing noch hier nur sowas. Hier so. Heute ist so ein schöner Tag. Schnauze. Na. Oder über den Wolken. Bonus. Das ist doch. Naja, gefällt mir noch nicht. Mach ja doch nur sowas wie über den Wolken. Schnauze. Wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Stufe 41. Oder sowas hier. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ach du Scheiße, das alte Ding. Gott, da war ja auch mal was. Oh ja. Lief irgendwann in den letzten Tagen erst wieder im Radio. Stufe 47, Tempobonus. Eintritt. Ich weiß ja noch nicht, wie man schießt. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu es auf deine Weise. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wem das war, ey. War das nicht Peter Maffay? Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich blitzreise mal eben zu dir. Und ich blitzreise noch woanders hin. Ja. Kannst du mir blitzreisen? Ich bin beim Sprungtest. Ganz unten. Ganz unten auf der Map. Ja. Oh, ich kann das Spiel gar nicht. Und flieg! Einen muss ich den Wagen lassen. Er fliegt gut. Wiegt vermutlich auch nicht sonderlich viel. Langsam geht das aber von der Beschleunigung und Geschwindigkeit. Würde zwar noch um einiges besser gehen. Ich sehe keine Leute auf der Map. Ja, leck mich. Nope. Frag mich noch mal in einer Stunde, dann lehne ich es auch wieder ab. Dann lade ich dich einfach gar nicht mehr ein. Hä? Du hast mich doch gar nicht eingeladen. Hä? Ich hab dich gerade eingeladen. Nein, hast du nicht. Ich kann dich nicht mal als Freund entfernen. Ich füg dich eben der Kuh hinzu. Hä? Auf einmal sind bei mir auch alle Spieler weg. Hä? Ja, bei ja, mir auch. Ich glaube, du hast mich mittlerweile auch aus der Freundesliste entfernt, kann das sein? Habe ich gerade eigentlich gemacht, aber auch nur, weil ich dich bis gerade noch auf der Karte gesehen hatte und ich deswegen dir deswegen wieder eine neue Anfrage geschickt hätte. Hey, ich glaube, Uplay ist verbuggt. Ich starte cool mal neu. Bis gleich.